Herzlich willkommen! In diesem kleinen und kurzen Video zeige ich Ihnen, wie einfach es ist, einen sogenannten freien oder fliegenden Verkauf durchzuführen. Im Klartext einen Verkauf durchzuführen für einen Artikel, den Sie noch nicht explizit im Bestand haben. Generell sollten Sie es sich auf jeden Fall angewöhnen, Ihre Artikel auch sauber einzupflegen, denn Wabi Profi 3 ist ein wirklich sehr komplexes System, das Ihnen sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch schöne Möglichkeiten zur Auswertung, zum Recherchieren gibt. Demzufolge müssen natürlich die Informationen sauber vorliegen. Das heißt, ein Artikel sollte im Artikelstamm klar definiert sein. Jetzt machen wir mal eine ganz, ganz typische Situation, die durchaus in der Praxis vorkommen kann. Sie bekommen Lieferung Ihres Lieferanten, der fährt Ihnen die Palette rein, Sie machen auf, verpacken, reißen den Karton auf, wollen die Ware in den Computer schon eingeben und ein Kunde kommt und sagt, hey, toll, will ich haben. Was machen Sie dann? Sagen Sie, komm in 5 Minuten wieder, wenn ich den Artikel eingegeben habe. Sie können natürlich jetzt auch hier einen anderen Weg nutzen. Und zwar den Weg des Warengruppenverkaufs. Wie machen Sie das? Wenn Sie die Touchscreen-Kasse vor sich haben, haben Sie hier auf der rechten Seite, wo ich jetzt gerade meine Maus bewege, Ihre verschiedenen Warengruppen. Auf die können Sie ja klicken. Wenn Sie hingegen mit gedrückter Steuerungstaste auf eine Warengruppe klicken, zum Beispiel Schrauben, Steuerungstaste drücken halten und ich klicke auf Schrauben, haben wir nun die Möglichkeit, einen freien Verkauf durchzuführen, und zwar der Warengruppe Schrauben angehört. Warum ist es so? Ganz einfach. Sie wollen ja irgendwie auch mal wissen, wenn Sie sagen, was habe ich denn, welche Warengruppe läuft denn gut? Dann sollten Sie sich dieses System auch angewöhnen, dass Sie sagen, okay, wenn ich einen fliegenden Verkauf tätige, dann mache ich das über die dementsprechende Warengruppe, weil das können Sie auch später mal schön auswerten. Weil dann sagt er Ihnen, Sie haben jetzt 100.000 Euro mit Schrauben gemacht und hingegen nur 2 Euro mit Hosen. Dann wissen Sie, dass die Kategorie Hosen nicht so toll läuft. Okay. Also hier, dann haben Sie das kleine Fensterchen vor sich, Stückzahl eingeben, Preis eingeben, bestätigen und dann landen Sie schon auf Übernehmen. Ja? Sie können natürlich auch hergehen und können dann einen abweichenden Mehrwertsteuersatz, dass Sie sagen, jetzt war ich zu schnell. Okay, ich sage jetzt ein Stück mit 50 Euro und jetzt muss ich mit der Maus hier auf diesen Mehrwertsteuersatz gehen und drücke jetzt Enter. Jetzt habe ich einen, ja, Warengruppenverkauf mit einem anderen Mehrwertsteuersatz. Woher kommt der Mehrwertsteuersatz? Ganz einfach aus den Anwendungen, Artikel, Warengruppen, aus den dementsprechenden Warengruppen, die Sie ja definieren können. Eine Warengruppe hat kein Lagerbestand, denn nur ein definierter Artikel hat einen Lagerbestand. Und die Warengruppe, die Sie hier standardmäßig hinterlegen, wird Ihnen auch standardmäßig bei einem freien Verkauf, also bei einem Warengruppenverkauf, angezeigt. Wenn Sie die Touchscreen-Kasse nicht verwenden, sondern die normale Kasse verwenden sollten, Systemeinstellungen, Verkauf, Verhalten und Optik, da sage ich, ich nehme jetzt die normale Kasse her, jetzt in die Kasse hinein, habe ich natürlich keine Warengruppen-Buttons. Was können wir tun? Wir können hier einfach W drücken. W für die Warengruppenauflistung. Nun können Sie hier unten, wenn Ihnen die Gruppennummer bekannt ist, die Gruppennummer direkt von der Hand eingeben, dass Sie sagen, ich gebe jetzt die Nummer, keine Ahnung, wir machen jetzt mal die Nummer 8 ein, 8, und drücken einfach Enter und haben nun das gleiche Fensterchen vor sich, also vor uns. W für Warengruppe funktioniert auch wohlgemerkt in der Touchscreen-Kasse. Oder Sie gehen einfach mit den Pfeiltasten auf die dementsprechende Warengruppe, drücken dann Enter und dann sind Sie wieder bei dem Fenster. Ja, das war das mit dem freien Verkauf. Als Anmerkung zum Schluss, Warengruppen oder Warengruppenverkäufe sind immer hier an der Seite links mit einem grünen Punkt gekennzeichnet. Somit wissen Sie, aha, diese Warengruppe, also dieser Artikel, den Sie gerade verkaufen, sprich diese Pumpe mit der Artikel Nummer 8, ist eine reine Warengruppe und ist keine Zuordnung zum Lieferanten. Ich persönlich würde Ihnen auf jeden Fall das Erfassen Ihrer Artikel empfehlen, denn in den Statistiken in Wabi Profi 3 haben Sie sehr, sehr viele Möglichkeiten, Ihre Artikel auszuwerten, auch in verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten.